Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Might and Magic 7 for Blood and Honor. Und wir machen uns auf. Hallo. In Ihr Richtung wollt? Arena, denn ich muss noch ein paar Kämpfe gewinnen, sonst werde ich nicht. Sonst werde ich nicht Großmeister im Kämpfen, also als Gritter. So, wir nehmen die Arena, 4 Tage. Es geht sofort. Stopp. Und wir kommen genau 12 Uhr mittags halt an. Deswegen Donnerstags, ne? So. Und deswegen fangen wir jetzt an mit den Zaubern hier. So. Tag der Götter. Dauert echt ewig, ne? Leute, mir rinnt die Zeit davon, ne? Tag des Schutzes. Ja, und es fehlt Magie, ne? Weil er nämlich ist zwar drin beschrieben, aber Magie ist unten halt, ne? Und, Stunde der Macht und Magieschutz. So, und jetzt haben wir alles. Jetzt machen wir so. Treten an. Ritter. Ein Wachdruide. Ein Minotaur. Ein Minotaur. Okay, das sind schon mal Blutschleim. Der ist nicht so schlimm. Tonelementar, ein Minotaur. Tonelementar. Ich glaube, der Wachdruide ist das Schlimmste. Können wir dem irgendetwas Übles entgegenfeuern hier? Eins bis acht davon. Besonders empfindlich gegen Blitze vielleicht. 1 bis 8 pro Fähigkeitspunkte in Luftmagie. 1 bis 9 pro Fähigkeitspunkte in Luftmagie. Das hat nichts gebracht. Ah, das Vieh will schießen. Okay. Vielleicht sollten wir uns echt erstmal auf die anderen konzentrieren. Gut. So, du bist weg. Okay, wir machen mal kurz Pause. Ein Schuss, bist weg. Au. Ja, da hinten schießt er fleißig. Du heilst hier. So, wenn der Wachtruid schießen kann. Prismenfeuer, Zauberversuch 25 plus 1. Okay, nein, wir machen jetzt mal, wir probieren jetzt mal den Solarstrahl aus. Zauber misslungen. Ey. Hab ich nie gesehen. Wieso ist der misslungen? Ach so, der darf wahrscheinlich jetzt nicht. Kann nicht im Freien, so. Okay. So, jetzt bist du fertig. Au.
Blutschleim weg. Alles klar. Wir heilen uns gerade. Und sind wieder geheilt. Das Tonelementar. Und zack, das noch weg. So. Also der Wachtruide mit brachialer Gewalt. Alles klar. So. Das weiß ich nicht. Nur eine Katze. Jawohl. Das war etwas leichtere Arena. Alles klar. Gut. Preis annehmen. Und wir haben gerade mal 1.46 Uhr mittags. Also kannst du noch schnell... Wo musst du hin? Nach Prakada, ne? Also über Celeste nach Prakada. Und von dort mit dem Schiff. Mal gerade gucken. Wir haben den Donnerstag, den 25. Und dann nehmen wir da das Schiff nach Evermorn. So, bevor wir jetzt runtergehen, speichern wir. Ach so. Das Fliegen ist weggefallen, deswegen geht das nicht mehr. Ahoi! Genau. Ach, ein Tag nach Evermorn. Alles klar. So, das wollen wir natürlich jetzt nicht machen. Weil dann haben wir ja wieder nichts davon. Jetzt ist die Frage, wer braucht jetzt Fähigkeitspunkte? Wie viele Fähigkeitspunkte kriege ich hier raus? Ich kann bis Level 55 aufsteigen. Das heißt, ich kann 15 Level aufsteigen. Das heißt, 100... Nee, 9 Punkte nur. Ja, 135 Punkte. Im Prinzip kann ich jedem alles geben. So. Du hast 0, du hast 37... Du könntest auch noch in der Lichtmagie gut werden. Könntest du auch noch in anderen Dingen gut werden. Geistesmagie brauchen wir dich, glaube ich, nicht gut. Streitkolben. Meditation, nein. Falschen hast du schon dann. Was mit unserem Kämpfer hier? Offenbart die Resistenzen des Monsters. Welchen Zauber ein Monster sprechen kann. Offenbart die Angriffsart und den Schaden des Monsters. Naja. Mhm. Gut. Du könntest natürlich in der Lichtmagie noch besser werden. Je mehr das ist, desto höher wird auch der Schaden, den du damit machen kannst, ne? So. Wir haben insgesamt... Und desto höher werden die Resistenzen auch, ne? Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irgendwo kann ich nochmal 80 Punkte reinballern, ne?
So. Jeder von denen kann jetzt so viel lernen, dass er auf jeden Fall Meister im Pistolenschießen wird, ne? Und sogar noch drüber hinaus, ne? Und du wirst Meister in den Sachen, damit du diese Zauber noch kannst. Brauchen wir dich irgendwo hier noch? Nee. Brauchen wir dich hier noch? Platte. Bogen. Schwert. Kondition. Kondition könntest du noch hochbringen, ne? Hättest du mit den Punkten ganz genauso, ne? 8, 9, 10 oder das andere, ne? Dann könntest du noch mehr Punkte nehmen, ne? Nee, nee, nee. Also. Punkte fett alle hier rein, komm. Je besser der in der Lichtmagie wird, desto besser für uns alle, ne? Ja, dann bist du der Mega-Heiler und der andere ist halt der Mega-Lichtmagie-Magier, ne? Ganz einfach. Genau. Haben wir zwar noch nicht genug Punkte in ihn reingedonnert, aber ist halt so jetzt, ne? 8 Punkte. Nochmal 8. Nochmal 8. Super. Jetzt hast du jetzt nochmal 80. Und spätestens, wenn die Lichtwaffen kommen, brauchen wir das höchstwahrscheinlich auch. So, damit kannst du jetzt nämlich nochmal, damit kannst du im Prinzip fast auf 20 kommen, ne? Das machen wir mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, du kommst auf 15 sogar nur. Aber du hast noch 15 über. Sehr gut. Was machen wir mit den 15, die wir über haben, ne? Auswirkung der Fähigkeit verdreifacht, damit du noch mehr Punkte hier reinbekommst, ne? Noch mehr Zauberpunkte. Monsterkunde bringt mir eh nichts mehr. Nein, du kriegst jetzt keine mehr. So, du hältst die, du hebst die auf, du hebst die 37 auf, du hebst die auf und du hebst die 59 auf. So, genau. Lichtmagie-Großmeister. Wenn du drüben angekommen bist, Ahoi! auf Willkommen den an Bord! Evermore-Inseln, ne? Dann können wir nämlich das andere auch machen. So, wir machen hier einen Speicherstand, damit wir vor die Skillung zurückkommen, für den Fall, dass wir was falsch gemacht haben. So. Jetzt sind die Dinger wenigstens weg. So. Greifenbogen. Das Schwert. Der Blaster. Die Eier, die ich nicht weiß, wofür ich sie jetzt brauche. Ein Schlüssel, den ich wahrscheinlich längst wieder. Naja, das sind. Die waren hier zum Sichern. Das ist ein Questgegenstand. Moment. Das ist auch ein Questgegenstand.
So, ab auf die Inseln hier. Auf die Evermore-Inseln. Genau. Seid ihr noch hier? So. Und weil es halt mal wissen will, wie gut das wirkt, machen wir jetzt mal Tag der Götter. So, jetzt gucken wir mal. Alles klar. Alles, fast alles über 200. Also plus 80. 5 mal 15 sind 80? Ne, sind 75. Plus 75. Ja, plus 75. Ne, 5 mal 15 sind 75. Ich mache aber 85. 10 plus 5 mal 15? Vielleicht? Egal. Es dauert jedenfalls ewig, ne? Tag des Schutzes. Moment, jetzt gucken wir mal hier. Alle Zauber werden mit dem fünffachen Fähigkeitswert angewandt. 15. 5 machen. Müsste 75 sein. Alle Zauber werden mit dem fünffachen Fähigkeitswert in Lichtmagie angewandt. Okay. Der Schutz ist jetzt um 75. Ja, gut. Damit bist du halt top, ne? So, und da ich weiß, dass irgendwie die Schutzmagie hier nicht geht, und das ist Körpermagie, ne? Ja. Und Stunde der Macht. Und Stunde der Macht läuft auch. Hey, und die anderen, die laufen ja sogar 3 Tage hier, ne? 3 Tage, Mensch. So. Das heißt hier plus 20 Rüstungsklasse. Wie sieht es mit dem Alter aus? Alles in Ordnung. So. Und das Fliegen fehlt. Wo sollte ich rein? In den Mondtempel, um den da zu zerstören, ne? Ach, wir haben hier noch eine Truppe Gargoyles entdeckt, die wir noch nicht getötet hatten. Wo ist denn jetzt eigentlich der Tempel nochmal? Da ist er. Jawohl! Mit den Sachen kann ich jetzt jeden Wettbewerb gewinnen, ne? Okay, so. Ich mach mir nochmal Licht. Der Altar ist wieder rein. Das war's jetzt schon, ne? Ja, das war's wirklich jetzt schon. Quest abgeschlossen. Ja, das war's jetzt wirklich schon, ne? Moment, hier drüben war noch ein... Wohnten hier noch Leute? Da drüben wohnte jemand. Ah, in der Mitte war auch noch Wasser, aber ich habe doch alle Wasserzauber. Ja, ich habe doch alle Wasserzauber. Ja. Oh, da liegt wieder eine.
Falschen Meister. Welchen Tag haben wir heute? Freitag. So. Noch geht's, ne? Noch geht's, pass auf. Wir sind versteinert. Aber wir können ihn wieder mit einem Trank entsteinern und haben trotzdem die Punkte gekriegt, weshalb wir noch ein Punkt in Lichtmagie sein können. So, damit haben wir dann 16. Und wenn wir jetzt mal auf den Schadenszauber gehen, der hier irgendwo ist, ne, der hier. 20 Punkte plus. Und auf das Prisma. 25 Punkte plus 1 Punkt pro Fähigkeitswert auf jeden. Das heißt, es sind auf jeden in diesem hier Kreaturen in Sichtweise, kann auf jeden 41 Schaden gemacht werden. Auf viele Charaktere, ne? Kann ich eigentlich dieses Lichtelementar beschwören? Jo, höchstes Lichtelementar. Vielleicht sollte ich mir davon auch mal ein paar beschwören, ne? Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt die Quest fertig. Nach Bracada. Na, erstmal gehen wir jetzt zu dem Baum. Wir fliegen jetzt erstmal rüber zu dem Baum. So. Und bringen ihm das Herz des Waldes zurück. So. Er blüht wieder. Sein Herz des Waldes. Ah, der Baum seufzt glücklich. Ihr habt das Herz. Die Wälder singen vor Glück. Heute Nacht werden wir den Gesang der Vorfahren anstimmen. Werdet ihr bleiben und mit uns singen? Nein, danke, wir haben nicht genügend Zeit. Wir haben nicht genügend Zeit. So, damit haben wir... Moment. Damit haben wir aber nur das, den Wald. Beruhigt die Bäume. Dann sprecht mit Lysander Süß in Bracada. Okay. Weit den Altar des Bösen nach Celeste. Okay, dann muss ich nach Celeste. Von hier aus kann ich nach... Ah ja, und kehrt zum Schloss Lambert in Celeste zurück. Das ist auch da oben, also... Und den Bogen... jetzt die Frage, kann ich jetzt heute... So... Was ist denn das da eigentlich da? Der Boje... Okay. Und sieht, dass das Schiffe sind. So. Heute geht da nichts. Und hier. Guten Tag. 3 Tage bis Effley. Freitag, Samstag, Sonntag. Spät haben wir es. Oh, wir haben schon. Ja gut, dann muss ich halt, dann muss ich das halt machen, weil... Ja. Dann geht das... Ah, Mist, das ist wieder so spät, weißt du? Ja gut, dann machen wir später, machen wir später. Genau, sonst, sonst klappt das alles wieder nicht. Ich merke nämlich schon wieder, dass das... falsche Taste. So.
dass das in den Nachmittag reingeht und das bedeutet. Haben wir irgendwelche Gegenstände hier? Nee. Und das bedeutet, ich habe keine Zeit, um sonst irgendwas noch zu machen. Nee, du nicht. Priester des Lichts, euer Mut hat viel zu unserem Glauben beigetragen, Priester. Mit frohen Herzen ernenne ich euch zu Priester und Priester zu Priestern des Lichts und euch Nichtgläubigen zu Priester der Eingeweihten des Lichts. Unendlichen Dank für eure Hilfe. Jawohl, Haus Gottes Licht. Sehr schön. So. Vampire sind gelöst. Genau wie ich vermutet habe. Gute Arbeit mit dem Tode des Vampirs. Kann Tartaglia wahrscheinlich etwas beruhigter schlafen. Königin Catherine ist ebenfalls sehr dankbar und hat Maßnahmen eingeleitet, um die Bande zwischen Bracada und Erantia noch enger zu knüpfen. Sehr schön. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Und jetzt müssen wir noch zu Lysander Süß in Bracada gehen. Ja, und Robert der Weise hat auch einen Auftrag für uns, glaube ich. Ihr habt ihre Aufgaben erfüllt. Gut. Unser Konflikt mit den Totenbeschwörern nähert sich schnell seinem Ende. Ich habe eine gefährliche, aber notwendige Mission für euch. Die Zukunft unserer Welt hängt von eurem Erfolg ab. Tolberti. Unsere ehemaligen Gefährten, die bisher Archibalds Berater waren, tragen jeweils einen kleinen Gegenstand, einen sogenannten Kontrollwürfel oder Kubus bei sich. Diese müssen wir unbedingt an uns bringen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Auf keinen Fall wird auch nur einer von ihnen seinen Würfel freiwillig abgeben. Also müssen wir auf andere Weise daran kommen. Ihr müsst einen von ihnen den Würfel rauben. Wir gehen davon aus, dass das bei Tolberti am einfachsten sein würde. Im Gegensatz zu den anderen verabscheut er Sicherheitsmaßnahmen und hat sich in einem Zimmer in der Grube einquartiert. Ihr müsst also noch einmal in die Grube eindringen und ihm den Würfel nehmen. Aber seid vorsichtig, er ist gut bewaffnet und ein weit stärkerer Gegner, als es den Anschein hat. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr den Würfel habt. Der Weg bis zu unserem Ziel ist nicht mehr weit. Und bald wird alles klarer werden. Okay. Versucht weiter sein Zimmer zu finden. Tolberti hat noch nie geglaubt, dass ihm irgendetwas Schlechtes passieren könne. Und bis jetzt hatte er ja auch recht. Aber jetzt müssen wir ihm das Gegenteil beweisen. Bringt den Kubus an euch, egal wie. Wenn ihr dies ohne Gewalt schafft, umso besser. Wenn ihr ihn dafür umbringen müsst, naja, das ist auch in Ordnung. Beschafft euch einfach diesen Würfel. So viel zum Thema, ihr seid die Guten, ne? Aber gut. Was sagt denn jetzt unser Buch? Wir haben ja jetzt wieder Quest, ne? Tempel der Finsternis, Vampire. Oktober 26.11.69. Nun folgt eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte über das Bündnis zwischen meinen Herren und den Zauberern von Bracada. Anscheinend haben alle Ratgeber Gavin Magnus die jüngsten Aufgaben als Prüfungen gelenkt. Sie gehörten alle zu einem Plan, aber es bleibt verborgen, welcher das sein könnte. Obwohl ich solche Manipulationen verabscheue, muss ich doch zugeben, dass ich diesen Leuten Bewunderung und Vertrauen entgegenbringe. Die letzte Prüfung beinhaltet das Auffinden und Vernichten eines mächtigen Vampirlords, der sich irgendwo in Erazia versteckt hielt. Sorgfältiges Forschen und scharfer Verstand grenzten die möglichen Verstecke des Vampires immer weiter ein, welches sich dann als Weinkeller unter einem einfachen Haus entpuppte. Am Oktober 26.1169 wurde der Vampirlord vernichtet und seine Brut folgte ihm in den endgültigen Tod. Bezüglich unserer Feinde aus Deja gibt es deutliche Veränderungen. Archibald Ironfist, früherer König von Enroth und nun früherer Anführer der Totenbeschwörergilde, hat sein Heim in der Grube verlassen
und die Anhänger der Wissenschaft mit sich genommen. Niemand vermag zu sagen, wohin sie gegangen sind. Jedoch ist dies die beste Nachricht seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen Eratia und Effli. Niemals zuvor waren unsere Feinde so schwach und führerlos. Archibalds Ratgeber mögen zurückgeblieben sein, um den Arm des Militärs zu unterstützen. Aber mit dem Fehlen der Hälfte der Streitkräfte könnten sie einen entschlossenen, gut organisierten Heer nicht standhalten. Und die Schwarze Gilde könnte auf dem Kompost der Geschichte verbannt werden. So, so. Damit ist das auch erledigt. So, wir haben 4.27 Uhr. Wir wollen jetzt nochmal schnell in die Lichtgilde, Doch, wir gehen jetzt, können jetzt nochmal in die Lichtgilde schon gehen, ne? Wir gehen erstmal in die Luftgilde. Mann, geht mir aus dem Weg, Leute. So. Luftgilde. Willkommen in der Luftgilde. Unsichtbarkeit, Fliegen, Implosion, Unsichtbarkeit, Fliegen. Ey, Mann. Du schaffst es echt nicht, die Zauber hier reinzubringen. Willkommen in der Gilde des Lichts. Ja, wir kaufen. So, Magie vertreiben. Magie vertreiben kaufen wir. Alles klar. Gut. Prismenfeuer ist ein Meisterspruch. Nee, Prismenfeuer und Tag der Götter ist ein Expertenspruch. Naja, du sollst es eh nur das wird helfen. So als Pseudo machen. Hier, Magie vertreiben, entfernt Zauberwirkung von allen Kreaturen in Sichtweise mit steigenden Fertigkeitswerten nicht mehr für kürzeste Erholungszeit. Okay, ja, für den Fall, dass du das auch mal machen musst, ne? Okay, gut. Oh, Leute, lasst mich doch in Ruhe, Mann. Gute Qualität. Die latscht mir alle in den Weg. Ah, deswegen. Es ist immer noch das Alte hier, ne? Es ist immer noch das Alte. Euch sind die Sachen wohl nicht gut, können keine Chance. Ja, sind sie auch nicht. Du hast nur Scheiße und du weißt es auch. So, jetzt haben wir nicht mehr viel. So, jetzt gehen wir noch zu Lysander Süß in der Wüste. Und dann haben wir alle Beförderungsquests abgeschlossen. Nein, eins nicht. Das letzte Beförderungsquest schließen wir dann auch noch ab. So. Och, jetzt sind wir wieder schon so ewig unterwegs. Da unten. Komm, schnell hinfliegen. Wer wohnt eigentlich noch mal hier? Der Plattengroßmeister wohnt hier oben. Ihr habt ein gutes Werk getan, indem ihr das Herz zurückgebracht habt. Der Wald ist jetzt wieder viel ruhiger und greift auch Reisende nicht mehr an. Wahrscheinlich habt ihr damit viele Leben gerettet. Aber in den Dienste für das Land und das Licht ernenne ich euch hiermit zum Jäger. Alle Jäger von euch zu Meisterjägern und alle Jagdhelfer zu Gefährten des Meisterjägers. Genau, so. Kleriker haben wir, Hexer haben wir.
fehlen nur noch Ritter und Bogenschützen, ne? Fehlen nur noch Ritter und Bogenschützen. Dreimal Ritter Arena. So, jetzt gucken wir nochmal, wo ist die... Wo sind nochmal die... Sind das die Einkaufsparadiese oder sind das die... Das sind die Einkaufsparadiese. Gute Qualität und angemessener Preis. Könnten so einen nochmal nehmen. Den Ring können wir auch nochmal nehmen. Und das können wir auch nochmal nehmen. Erhöht den Effekt aller Seelenzauber. Na gut. Lichtpfeil. Kaufen wir auch noch mal. Plus 10 Intellekt und Glück. Habe ich gar nicht gesehen. Die Paladinstiefel kaufen wir auch noch mal. 10 Intellekt und Glück. Ich... weg. Du sollst den verzaubern, du sollst die verzaubern, du sollst das verzaubern, du sollst das verzaubern. Schon verstanden. Das wird da reingesetzt. Verzaubern. 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 Die Mörderklinge hier. Die ist schon verzaubert. Die könnte vielleicht verzaubert werden. Die Mörderklinge werden wir... nee, Moment. Den Bogen sollst du verzaubern. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, und das solltest du auch noch verzaubern. Aber was machst du dann? Diesen Umhang verzauberst du. Gute Qualität und angemessener Preis. Da fällt mir ein, der Kleriker ist ja... Ich hoffe, ihr kommt mal wieder. Wo sind denn die Gilden jetzt? Stelle... Das ist Kai, Taverne, Gilden. Willkommen in der Gilde des Lichts. Genau, so. Untote vernichten noch. Und das war's, glaube ich, ne? Schon verstanden. Zack. Da hinten hat was geleuchtet. Haben wir alle schon? Gut. Kehrte Richtung, da drüben. Das ist die Taverne, da will ich nicht hin. Welche Fähigkeiten brauche ich denn jetzt von dir als Großmeister? Also Feilschen?
Seele und Körper. Okay. Seele ist in Thala. Körper ist in Efle, da muss ich eh hin. Okay. Und Falschen ist hier. Ja, Falschen ist nämlich in dem... in dem Türmchen oben. Genau. Das da. Da ist er. Hier bitte. 8000 Gold. Und jetzt sind wir auch der Meister Feilscher. Und... wir haben Freitag, den 26. und es ist Abend 6 Uhr. Gut. Wasser streichen wir. Falschen streichen wir. Luft streichen wir, haben wir. Feuer streichen wir. Genau, was brauchen wir nochmal? Seele in Thala. Perfekten Bogen, 5 Kämpfe gewinnen, Tolberti ermordern, ne? To-Do-Liste, ne? 5 Kämpfe gewinnen, Tolberti ermorden, ne? Nach Efle reisen, ne? So, jetzt wollen wir erst nochmal nach Thala. So, wo war denn jetzt hier der Großmeister der Seele? So, wie hieß er? Ich hab's mir echt... das hab ich mir nicht rausgesucht, ne? Feuermagie, Luftmagie, Wassermagie, Erdmagie, Seelenmagie, Meister. Benjamin, der ausgeglichene Großmeister, lebt in Pierpont. Benjamin, der ausgeglichene, in Pierpont in den Elfenlanden. Also hier in dieser Stadt. Sauer, Weiden, Naturmagie, Silberspitz. Benjamin. Ach, das ist direkt hinter mir. Da unten ist er. Jawohl. Her damit. Seelenmagie Großmeister. Inventar. Schon verstanden. Auferstehung. So, wo haben wir die Auferstehung? Da. Erweckt einen Charakter zum Leben, selbst wenn er völlig vernichtet wurde. Auferstandene Charaktere sind geschwächt. Der Zauberer benötigt sehr lange Zeit, um sich wieder zu erholen. Genau, stärker geht's nicht. Leben erspüren. Okay. Erlaubt, der Zauber erlaubt Einblick in die genaue Anzahl der Trefferpunkte von Gegnern. Seelenmagie. Zeigt auch Zaubersprüche an. Okay. Verfluchung kann immer aufgehoben werden. Die Summe werden 4 Trefferpunkte pro Fähigkeitswert hinzuaddiert. Okay? 40 also. Mhm. Der Tod kann immer aufgehoben werden. Okay. Das dauert jetzt Stunden um Stunden. Und was ist das hier? Schicksal. Benutzt werden, um Wahrscheinlichkeit des Angriffstreffers eines Charakters zu erhöhen. Oder aber die Wahrscheinlichkeit für einen Angriffstreffer eines Feindes. Wahrscheinlichkeit mit 20 plus 1 wird jetzt modifiziert. 20 plus 6 pro Fähigkeitswert. Also 20 plus 60. Also 80. Okay. Der Zauber verschwindet, wenn das Opfer angreift. Oder 5 Minuten verschwindet. Mhm. Mit 20, also mit 80. Okay, die Wahrscheinlichkeit wird mit 80. Aha,
Damit kann man irgendwas, irgendjemand besonders schützen oder besonders zum Schießen auffordern. Okay. Gut, also das ist Seele. Und im Prinzip müsste ich eigentlich jetzt nach Effley, aber das geht nicht, ne? Genau, ich glaube, wir gehen ins Schloss. Ja, wozu brauche ich eigentlich Leuchtfeuer noch, ne? Wir machen mal einen kleinen Test. Wir porten jetzt mal in die... Ach so, Moment. Ah ne, wenn wir geportet sind, dann sind wir nicht mehr unsichtbar. Aber wir porten jetzt mal in die Grube. Landen genau hier in der Mitte. Und werden höchstwahrscheinlich sofort angegriffen. Nun, Katze. Auf. So. Auf. Und jetzt müssen wir hier nur mal diesen Bereich... Oh, nee. Alles klar. Das war ein bisschen zu viel. Danke. Wie gut, dass ich abgespeichert habe. Also ich kann in die Grube... Moment. Ich kann in die Grube porten, aber dann rauslaufen schnell, oder? Das können wir noch mal probieren. So. Genau, weil da geht es doch raus. Komm, beeil dich. Lauf, 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 lauf. Wir müssen gehen. Lauf, lauf, lauf. Genau, so. Und jetzt können wir hier ein Leuchtfeuer setzen. So, wunderbar. Und jetzt bin ich in Danger gleichzeitig. Mensch. Wie spät haben wir es? Ah, abends. Sehr gut. So, weil jetzt bin ich in Danger. Und jetzt kann ich nochmal zu dem anderen Laden fliegen. Vielleicht hat der ja noch was für mich. So, da oben gab es irgendwas. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Ach. Okay, gut. In Danger hat sich nichts verändert. Gut. Also die einzigen Gegenden, wo die Gegner zurückkamen, waren bisher die, Hügelgräber und... Oh, hier liegt schon wieder jede Menge... Unsinn rum. Hier die ganzen blöden... Vielleicht habt ihr ja noch ein paar schwarze Tränke. Kommt, ne? Ich war schon lange nicht mehr hier. Irgendwo etwas Besseres. Wahre Reaktion. Endlich mal wieder. So. Und er kostet auch nur 2000. So, und du kaufst, kaufen wir nochmal sowas. Und den Ring auch. Und den Ring auch. Ein Ring mit 10 Intellekt und Glück. Den könnten wir wahrscheinlich sogar brauchen noch. Reaktion 10. Inferno habe ich doch, glaube ich, schon, oder? Ja. Ich glaube, den... Ja, nehmen wir mal mit, komm. Wir können es uns leisten. Auch mal ins Blinde. Feuerresi. Ich glaube aber nicht, dass ich noch irgendwas davon habe. Trefferpunkte 10.
zum Verzauberer. Zum Verzauberer. Zum Verzauberer. So. Und der Reaktionstrank, wer bekommt den? Wer hat noch keine Reaktion? Wer hat die Reaktion noch nicht? Du hast sie. Du hast sie. Der Kleriker hat sie nicht. Und der Magier hat sie auch nicht. So. Ich würde sagen, der Kleriker kriegt es, damit er häufiger drankommt zum Heilen, ne? Gut. Bis bald. Kauft mal wieder was. Wirklich zu einfach. Wirklich zu einfach. So. Lasst er mich jetzt hier in Ruhe? Reaktion 73, Reaktion 63, genau. Damit hat er eine Reaktion von 208. Gut. Gucken wir uns die anderen Sachen an hier. So, 10 Intellekt und Glück. Das ist höchstwahrscheinlich bei ihm sinnvoll aufgehoben. Falls wir sowas haben. Erkennen. Erhöht den Effekt aller Erdzauber. Ich glaube, den kann ich rausnehmen. Und da haben wir ihn schon mal. Gut. Okay. Was haben wir hier? 10 Reaktion und Feuerresi. Effekt aller Seelenzauber, Effekt aller Körperzauber. Nee. Nee, kann ich nichts mit anfangen. Alles klar. Dann verkaufen wir sie wieder. Ihr findet nirgendwo etwas Besseres. Doch. Wir kaufen sie für 2100 und wir verkaufen sie wieder für 2100, weil wir der Meister, der Großmeister im Handeln sind, ne? Ganz einfach. So, und nachdem wir jetzt das haben, gehen wir zurück nach Schloss Harmony. Wo fehlt mir eigentlich noch ein Port hin, ne? Eigentlich nur zu irgendwelchen Dungeons oder irgend sowas, ne? Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. Ja, die brauchen wir in der Tat. So. Vorsicht auf euren Wegen. Yep. Und jetzt kommen als allererstes die Bögen dran. So. Erhöht den Effekt aller Lichtzauber. Ich glaube, den kriegst du auf jeden Fall schon mal. Zack. So. Jetzt die Frage, wo sehe ich das irgendwo? Nee, ne? Das sind 9er, die kann man verzaubern.
Und das ist ein Neuner, den kann man höchstwahrscheinlich auch verzaubern. Ja. Und das Schwert legen wir mal weg. Ein Dolch, noch ein Dolch. Ein Helm. Erhöht den Effekt der Schattenzauber. Brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Das ist ein 12er Stiefel. Den nehmen wir mit. Und den Kettenpanzer nehmen wir mit. So. Den Umhang können wir wegschmeißen. Noch ein Magierdolch. Noch ein Magierdolch. Noch ein Zauberring. Diese Todesschädel-Amulette sind auch gut. Noch mehr 9er Umhänge. Einen Gürtel. Ja, versuchen wir es mal weiter erstmal mit Ringen. Ein Smaragdring. Ein Sonnenamulett. Noch so ein Amulett. Noch so ein Dolch. Duellschwert 3D3 plus 12. Ja. Der Kriegspflege. Okay, der geht nicht mehr aktuell. Gut. Lassen wir es erstmal stehen. Und dann gucken wir jetzt mal, was wir eigentlich Tolles hier verzaubert bekommen. Ne? Wir wollten mit den Bögen anfangen, damit wir was Schönes auf die Bögen kriegen. Und das einzig Schöne auf den Bögen ist eigentlich mehr Feuerkraft, ne? Aber wer weiß, was noch so kommt, ne? Wir können mal verzaubern machen. Auf dem Bogen. Und jetzt wissen wir ja, addiert 5 Punkte Körpermagie-Schaden. Okay. Okay, das passiert also. Wir müssen erst Platz dafür ja, machen. Wir tauschen mal mit dem aus. So. Und jetzt gucken wir mal, was beim Feuer passiert ist. Haben wir ja noch hier dieses hier Feueraura, ne? Die Verzauberung der Waffe wird permanent. So, damit hätten wir ihn dann mit Feuer verzaubert. 3 bis 18 Punkte Feuerschaden. Okay. Es ist die Frage, war das jetzt eine schlechte Verzauberung wegen mit hier? Dass der da so schlecht verzaubert hat? Doppelter Schaden gegen Untote. Nee, ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, für Waffen muss man wirklich eher den Schadensding nehmen von dem anderen, ne? So, jetzt machen wir mal Waffenaura. Zack. Und wir kriegen 3 bis 5 Feuerschaden. Okay, so, du kannst weg. Ich meine, was war da drauf? 15 Ausdauer, 5 Rüstung. So. Doof. Wir wollen lieber mehr Feuerschaden haben, ne? Zack. So. Mal gucken. Wird das jetzt jedes Mal kommen? Ja, scheinbar. Wirklich. Gut. So, der nächste Bogen ausgetauscht. Weil das ist, glaube ich, besser für den Bogen, ne? 3 bis 8 Feuerschaden. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt sogar für die Waffen auch besser ist.
Wenn die nämlich auch alle diesen Feuerschaden drauf haben. So, wunderbar. Weil der hier hat zum Beispiel 10 bis 20 Punkte Feuerschaden und 25 Stärke drauf. Also, das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? So. Und genau aus diesem Grund, weil ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen hin und her probieren muss die ganze Zeit, mache ich jetzt einen Cut. Und ich werde so lange zaubern, bis ich die Werte drauf habe, die ich haben will. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge ausgestattet wieder. Bis denne!